Yeah, und damit herzlich willkommen zu meinem zweiten Projekt Sonic Adventure DX. Ja, Sonic Adventure erschien 1999 erstmals für Sega Dreamcast, wurde 2003 auch für den GameCube aufgelegt, als eben dieser Director's Cut, den wir hier spielen. Wobei Director's Cut, ja, eigentlich die falsche Bezeichnung ist. Das probiere ich mal weg, wir wollen keine Vorschau. Denn eigentlich, die Grafik ist immer noch identisch. Wurden nur ein paar kleine Bugs in Sachen Kollisionsabfrage und Kamera beseitigt. Deswegen, ja, ich würde es nicht Director's Cut nennen. Als Bonus gibt es noch ein paar Game Gear Klassiker zum Freischalten. Aber, naja, was soll's. Das Spiel ist trotzdem große Klasse, gehört zu meinen Lieblingsspielen. Wie ihr seht, hier habe ich schon alle Kapitel durch. Aber wir fangen natürlich ein neues Spiel an. Erleben alles von Anfang an. Es wird übrigens kein 100% Run. Ich will einfach mit euch die Story durchmachen, sie genießen, Spaß haben. Das ist doch das Wichtigste beim Spielen, oder? Drum legen wir mal gleich einen neuen Spielstand an. Spielstand wurde erstellt, sehr schön. So, hier sehen wir schon. Adventure ist der Story-Modus. Trial, da kann man die ganzen Level, die man im Story-Modus bereits besucht hat, nochmal spielen. Ohne Grund auf der Oberwelt rumlatschen zu müssen. Mission, ja, Mission ist ein neuer Modus, den es nur in Director's Cut gibt, aber eigentlich auch nicht der Rede wert. Da kann man halt auf der Oberwelt rumgehen und für Leute ein paar kleine Aufträge erledigen. Bring mir dies. Oder sammel Anzahl von Ringen und braucht man eigentlich auch nicht. Im Missionsmodus kann man noch die erwähnten Game Gear Klassiker freischalten. Dann erscheint hier auch ein neuer Menüpunkt. Dann gibt es noch die Optionen. Schauen wir mal schnell rein. Soundtest. Hier kann man sich alle Musikstücke des Spiels nochmal, also bereits jetzt anhören. Charakterteams, die Action Stages, also die regulären Level, Adventure Field ist die Oberwelt, Eventmusik, Jingle. Na, wo haben wir mal Schönes? Continue? Ne, braucht man nicht. Und SE, was das jetzt ist, weiß ich gerade nicht. Ist ja egal. Dann Message Settings, braucht man auch nicht. Language hat man die Wahl zwischen Englisch und Japanisch. Ich lasse es mal auf Englisch, deutscher Texte. Gut. Genug geschwafelt. Fangen wir einfach mal an. Story-Modus. Und hier ist gleich der nächste interessante Punkt. Es gibt hier mehrere Charaktere. Bis auf Sonic können wir aber noch keinen einzigen spielen. Die anderen werden verfügbar, wenn man sie mit Sonic getroffen hat. Aber keine Sorge, wir machen natürlich alle durch. Retter jetzt erstmal. Genau. So, jetzt wird ein kleines Intro kommen. Da bin ich ruhig. Das hier ist Station Square, die Stadt, in dem das Spiel größtenteils spielt. Aber irgendwas liegt in der Luft. Irgendwas ist da los. Gleich mal hinterher und gucken, was da abgeht.
ist das? You are completely surrounded. Surrender yourself. Lock on target, man. Ready? Fire! Es brennt nicht. Flüssiges Wesen. Oh yeah! This could be fun! Yeah, ein Job für Sonic. Den knüpfen wir uns doch gleich mal vor. Ja, ihr seht richtig. Das Spiel startet mit einem Bosskampf. Sonic vs. Chaos Zero. Gleich mal Ringe sammeln. Ihr wisst ja, Sonic-typisch können wir jetzt oft getroffen werden, wie wir wollen, solange wir Ringe haben. Aber jetzt schlagen wir zurück. Einfach mit der Homing Attack immer drauf. Das ist alles, was zu tun ist. Der steht auf. Nix da. Noch ein Treffer. Na komm. Wut. Hey. Bleib am Boden. Ich will dich da treffen. Das ist alles, was du drauf hast. Ja, sollte vielleicht auch mal treffen. Und das war's auch schon. Ach, mit null Ringen. Aber egal. Kampf 1 geschafft. Und jetzt? Come on, you big drip. Where you going? Feigling, hol einfach durch den Gully ab. Aber der kommt wieder. Sieh an. You know nothing, fool. It's Chaos, the god of destruction. Wir wurden beobachtet. Eggman, alias Dr. Ivo Robotnik, hat uns beobachtet. Der nächste Tag, Sonic relaxed am Strand, am Pool besser gesagt. Huh? Aua. What am I gonna do with you? Das ist ja nicht so dufte gelaufen. Am besten gleich mal nach dem Rechten sehen. So. Jetzt beginnt das Spiel erst richtig. Wir sind hier am Pool des Station Square Hotels. Ich kann euch hier mal schnell die Karte zeigen. Das ist Station Square. Aber ist auch nur ein Teil der Oberwelt. Hier sehen wir ein paar Areale, die wir später noch besuchen werden. Casino Area, Station, City Hall. Aber dazu alles später. Jedenfalls können wir uns auf der Oberwelt frei bewegen, auch mit Leuten sprechen. Was? Was ist passiert? Ich schwamm gerade und habe nichts gesehen. Na, Augen auf, würde ich mal sagen. Kurz zur Steuerung. Mit A springen wir. Mit B machen wir einen schnellen Dash, den wir auch aufladen können. Ah, das habe ich dir angequatscht. Typisch für mich. Ein Monster erscheint, ein Flugzeug stürzt ab. Ich kann mich auch nicht so entspannen. Das ist unglaublich. Jedenfalls mit B können wir den Dash auch aufladen und die Richtung manuell justieren. Und ab geht's. So, genug gequatscht. Hier geht's zur ersten Stage, zum ersten Level.
willkommen an der Emerald-Piste. Genau da geht es doch rein. Action Stage. Emerald Coast. Aufgabe, rette Tails. Machen wir das glatt. So. Im Wesentlichen müssten wir hier nur die Stage ablaufen und am Ende Tails erreichen. Ist auch schon alles. Dabei können wir ganz gemütlich Ringe sammeln. Vielleicht noch ein bisschen die Umgebung verwüsten. Hey, was soll denn das? Komm her. So, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Sonic-typisch sind in den Gegnern auch viele Tiere versteckt. Diese können wir auch einsammeln. Und direkt wird uns angezeigt, wie viele Tiere wir gesammelt haben. Die sind später für ein kleines Minispielchen wichtig. Namens Chao Garden, aber um ehrlich zu sein, so sehr habe ich mich damit noch nicht befasst. Ich werde es euch mal zeigen, aber auch nur am Rande. Ist nicht weiter für die Story wichtig. Gehen wir erstmal weiter. Und die lieben klassischen Sonic Bumpers sind auch natürlich auch dabei. Ich finde die Musik hier so klasse. Und hoch da! Ach ja. So, hier sehen wir den ersten Checkpoint. Wenn wir jetzt sterben, fangen wir genau hier wieder an. Und irgendein Äffchen hier knallt den Ofen um dich. Das mag ich jetzt mal gar nicht. Da, 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 da. Rüber da! Ach ja, Sonic-typisch wird er natürlich auch mit Speed nicht gegeizt. Die Levels sind temporeich, abwechslungsreich. Ja. Aber man sollte aufpassen, nicht irgendwo reinzufallen. Ja, ein paar kleine Bugs auf der Dreamcast-Version sind immer noch enthalten. Aber ich finde, das mäht den Spielspaß trotzdem nicht. Na? Ja, das hast du gewusst. Sonst renne ich da immer rein. Jetzt aber. Sodale. Free Willy jumpt hier fröhlich umher. Ich finde die Ideen hier einfach so klasse. Hey Großer, warum machst du alles kaputt? Muss doch nicht sein. So, aber wisst ihr was? Ich mache hier einen Schnitt. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.